Hallo und herzlich willkommen zurück bei Monster Hunter Story. Heute geht es natürlich weiter mit die Sammelei. Wir brauchen ja schließlich noch Tränke. Also wir brauchen, wie heißt das? Können wir was herstellen? Ja. Wie viel? Nur ein. Also wir brauchen noch mindestens bis zu 10 Tränke oder mehr. Dazu benötigen wir Farbball und diversen Krams, was wir sammeln müssen. In dieser Folge. Geht nur 20 Minuten lang. Sorry an der Stelle, aber was sein muss, muss sein. Ne? Hier erstmal Pilz. F. Genau. Da Unkraut mitnehmen. Ja. Und hier jetzt nämlich runter. Und Knochen mitzunehmen. Und eventuell das hier. Genau. Farbbeere. Genau. Und da ist auch noch Knochen. Und da Farbbeere. Knäuel Knoblauch. Mhm. So, und den ganzen Weg dann wieder zurück. Um diese Gegend zu resetten, ne? Boah, dauert das lange. Und wieder raus. Lädt er die Karte neu und dann geht's weiter. Weil ohne Vorbereitung gehe ich nicht nochmal irgendwo Mission machen. Um hinterher dann alles zu verlieren. Nee. Theoretisch müsste ich das jetzt sehr lange machen. Um in Zukunft genug Kräuter und Medizin zu haben. Aber ja, schneller geht's nicht, also müssen wir da jetzt durch. Du alte Bohnen. Ach, jetzt haben wir die Pilze vergessen. Naja. Kommt vor, ne? Farbbeere. Sehr schön. Ich will malen. Ziel erreicht. Mhm. Und Knochen jetzt nicht so schnell? Ah. Komisch. Ja, komm. Honig nehmen wir auch noch mit. Weiß zwar nicht für was, aber okay. Nimm es einfach mit. Man kann ja nie wissen. So, haben wir zwar da hinten vergessen den Pilz, aber ist nicht so schlimm. Also, ich renne da jetzt nicht extra hin. Ne, ne, ne. Ab wieder rein da, resetten und dann wieder raus. Dann passt das Ganze schon. So. So, jetzt aber rechts einsammeln, Pilz. So, wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir auch das hier mitnehmen. Geht nur einmal. Oh,
Okay, ich dachte, da setzt sich auch, aber nö. Aloja-Blatt. Ich weiß gar nicht, für was dieses Blättchen ist. Habe ich noch nicht gelesen, für was das ist. Keine Ahnung. Ja, immer derselbe Bau hier, ne? Viel Beere. Und das Wehrknochen. Hui! Quatsch. Kleines Monsterknochen. Viel Beere. Also ich versuche mich zu beeilen, ja? Mit den Sammeln. Nur zur Info. Nicht, dass ihr denkt, ich will euch ärgern. Von Folge zu Folge. Um Gottes Willen. Nein. Ich könnte natürlich offscreen das hier weitermachen. Aber dann komme ich mit meinem anderen Spiel nicht weiter. Das ist nicht so geil. Würde ich schließlich auch beenden. Da war nichts, okay. Giftpilze. Okay. Gegengiftkraut. Okay. Fette Tomate. Ja, da gibt's viele Fette, ne? Aber ich sag dazu nichts. Was mich eh nicht interessiert. Ja. Du alte Bohnen. Nach Monsun Ziel erreicht. Mhm. Durch die Monsun am Ende der Welt. La 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 la. Schlangenbienenlarve. Oh, man kriegt nicht nur Honig, man kriegt auch Schlangenbienenlarve. Okay. Komische Kombi, aber okay. Ist ein Spiel. Müssen wir durch. Hat die komische Ohren, ne? Bam, 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 bam. Und das ganze Video immer so bam, 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 bam. Zwischendurch mal so ein hä. Und jetzt wieder bam, 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 bam. Blauer Pilz, dem hätte es genügt. Nee, Nitro-Pilz. Wow, jetzt kriegen wir auch noch Nitro unter der Haube. Schon wär's, wenn wir es benutzen können, dass wir schneller laufen können. Gegengiftkraut. Ich hätte gern Nitro, mein Herr. Oh Gott. Er ist hier im Weg. Warum? Geh, hau ab. Mach Verschwindibus. Knochen. Machtsamen. Ich hätte auch gerne die Macht des Samens. Lauf doch einfach weiter. Fette Tomate schon wieder. Gott, wieso ist der da jetzt im Weg? Kusch dich. Keine Zeit für dich. Ja.
Danke, Honig. Honeck. Honecker. Honeck. Ich hab auch schon mal gesehen im Laden, ne? Es gibt viele verschiedene Honigsorten, ne? Ich weiß gar nicht warum. Und dann unterschiedlich teuer. Es gibt Honigsorten bis zu 30 Euro wert. Verstehe ich auch nicht so ernst, aber okay. 30 Euro Honig. Wer es kann und will, viel Spaß mit dem teuren Honig. Ich denke mal, die Honigsorten sind irgendwie alle gleich, habe ich das Gefühl. Die Schmecker sind auch irgendwie gleich. Also Geschmacks-Honig allgemein. Habe ich das Gefühl, sind irgendwie alle gleich. Ob flüssig oder ob dick. Die schmecken irgendwie alle gleich. Weiß nicht warum. Und so viel Honig esse ich nicht, ne? Also man könnte ausprobieren, ne? Alle Honigsorten, aber mit 30 Euro ein bisschen fett. Nur für ein Glas Honig. Du alte Bohnen schon wieder. Ja. Wer es mag, soll es nehmen. Morgen machen wir dann die Story weiter, ne? Ich hoffe, wir haben bis dahin genug Heiltränke. Gib doch mal den Honig, Junge. Zum Glück können wir hier nicht runterstürzen. Oder doch? Hab's noch nie ausprobiert. Ich will's auch gar nicht. Nee, ich glaube, das geht nicht. Und weiter geht's mit der Sammelei. Omilweizen, zweimal. Schön. Eifragment. Sehr schön. Aus irgendeinem Grund Eifragment. Da hinten ist irgendwie ein eine Höhle wieder. So bläulich. Eifragment. Ich will keine Eierfragmente, ich will Materialien haben. Meine Güte. Das ist ja ätzend. Zum Glück haben sie in Teil 2 das nicht drin. Mit den Eierfragmenten. Ist ja richtig doof. Aber warum haben sie überhaupt dieses Features eingeführt? Oh. Okay, einmal sammeln tun wir noch. Und dann gehen wir mal ab. Kurz mal richtig strecken. Die Sammelei gibt mir ja schon einen Keks. Langsam. Aber willst du machen, wenn man Heiltränke braucht, ne? Was willst du machen? Wir brauchen ja nicht nur Heiltränke, sondern das andere Heilung auch. Auch wenn es wenig bringt. Besser als nichts. Nitropilz. Schon wieder. Ich will Nitro. Ich will schneller reiten.
Laufen. Düsen. Pfefferschote. Ich brauche keine Pfefferschote. Ich brauche Kräuter. So, auf zum letzten Ritt. Monsterknochen. Yep. Fette Tomate. Yep. Schon wäre es, wenn ich aus dieser fette Tomate was Besonderes bekäme, wie zum Beispiel Heilung. Das wäre echt super. Machtsam. Okay, wir haben nichts bekommen in dieser Runde. Wildbeuter Goldabzeichen 300 mal Objekte gesammelt. Tolle Trophäe. Wow. Toll. Super. Was habe ich davon? Nichts. Okay, Honig von rechts noch mitnehmen. Ja, danke. Entschuldigung. Okay, ab wieder in die Stadt und dann gucken wir mal. Ah ja, Dings. So, Gilde Garan, wir kommen. Hier. Ja. War das hier? Ah, Fragmente. Okay. Dann zeig mal her. Okay. Wir haben verschiedene Sachen. Verschiedene Eierschalen. Müssen die alle gleich sein? Eier haben wir nicht. Okay, da ist nichts. Warte mal. Ritus der Überlieferung, ne? Da könnten wir doch... den hier... Wähle ein Monster, das das Gen bekommen soll. Ja, nee. Ja. Und... kühnes Gen. Okay, egal was ich davon nehme. Kriegerische Genauigkeit oder was heißt das? Ne, kriegerische Angriff plus 1, Wildheit plus 1. Ich würde gerne das hier geben, aber scheint wohl nicht möglich. Das ist ja doof. Kälteabwehr, Hitzeabwehr. Oh. Feuer. Wärme. Feuer und Eis. Ich habe hier Eis drin und der hat Feuer. Ha. So eigentlich auf Geschwindigkeit der Lambo. Wildheit plus 1 und Angriff plus 1 könnte ich ihm geben als Technik. Kriegerische Gen. Soll ich vielleicht machen.
Defensiv, Pose, Wasserabwehr plus 1. Ja, mehr kann ich ihm nicht geben, also. Ja. Machen wir mal. Dann wird er ein bisschen stärker. Ja. Also ich finde die Animation richtig geil. Bin ehrlich. Richtig geil. Wir haben ein Bingo. Warum auch immer. Bingo. Schön. Es gibt auch noch Ritus Objekte benutzen. Wähle ein Monster, auf das du das Objekt anwenden willst. Oh, wir haben Perle. Oh. Okay. Eisabwehr und Donnerabwehr. Oh, Eisabwehr. Kann man das dahin tun? Nicht verwendbar. Oh. Ja. Okay, dann hat sich das erledigt. Nein. Ja. Ja. Dankeschön. Trophäe. Oh, alte Bingo-Karte. Aha. Neue Rider-Kartentitel erhalten. Titels. Interessieren mich gar nicht. Tatsächlich. So, normale Questen kann man ja einreichen. Sehr schön. Ah ja. Schade, dass man keine XP bekommt. Wie lange geht das jetzt? So. Sag mal. Was bringt mir überhaupt dieser Donut? ...50 TP. Oh. Okay. Sollte man vielleicht in Betracht ziehen, das mitzunehmen. Durch den Monsun am Ende der Welt. Da, 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 da. So, Aue-Blätter wollen sie auch noch haben. Ach du meine Güte. Das kann eine Weile dauern, bis ich damit fertig bin. Okay, Vorbereitung. Ich glaube, das war nicht viel. Nur 3 Tränke, 5 Kräuter. Okay, einen Moment. Kampfbeutel bearbeiten. Dankeschön, das hier weg. Und Maxi-Trank. Kann man nur einmal. Schallbombe. Blitzbombe mal weg. Aloe Vera, besänftigt Kraut, kann Verbrennung für eine Gruppe mit teilen. Okay. Tut, 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 tut.
Diamantsam, Machtsam. Nee, irgendein Essen hatten wir doch gehabt. Was mehr Lebenspunkte zurückgibt. Ha. Könnte schwören, wir haben auch irgendein Essen. Donuts. Wo sind die Donuts hin? Die sind bloß außerhalb des Kampfes, ne? Ah, super. Das bringt da ja nichts. Viel Beere kann Belohnung für ein Gruppenmitglied heilen. Siegelgruppenmitglied heilen. Pfefferschote. Lass mal heilen. Und wie viele Punkte steht da? Entschuldigung. Okay. Haben wir Geld? Ja, haben wir. Okay, können wir schon unsere Rüstung verbessern? Einen kurzen Moment. Verbessern. Tatsächlich, ja. Hier. Nicht genug Material. Okay. Ah, Knochen. Wir haben keinen Knochen am Start. Wir haben alle Knochen verbraucht. Die alten Klamotten könnten wir verbessern, aber bringt nichts. Glaube ich zumindest. Da brauchen wir Knochen, um zu verbessern. Kaufen, Rüstung. Nein, nicht wirklich. Banane, Rüstung. Nee. Verkaufen. Wir könnten die alte Rüstung verkaufen, ne? Brauchen wir ja eh nicht. Schwert und Rüstung, Knochen, das reicht. Schmiedequest. Also, Kiso Waffenset kommt mir sehr bekannt vor. So wie das da. Und das da. Und das da. Ja, ja. Kommt mir sehr bekannt vor. Elementarangriff 4. Blitz. Liefere Käsematerial. Da müssen wir Käse besiegen. Kostet 3000. Ort, Schwierigkeit, Tunnel, etc. Stufe 3. Kostet auch so viel. Baloki, Pondri-Hügel, so schwer ist er nicht. Den hat man schon mal besiegt. Aber gibt gutes Schwert. Ein Großschwert. Wenn das nur Großschwert ist, ne? Gibt auch noch einen Hammer, glaube ich. Ja, nur von dem da. Ja, Rüstung. Gucken wir mal.
Ja. Samtrius. Käserost. Also ich gucke einfach mal ein bisschen dumm rum, ne? Also hier zum Beispiel Valo Kipre, das wäre genau, Pondri Högel auch. Material von ihm. Das wäre nämlich am stärksten Abwehr Eis Element und Blitz Element Abwehr. Wäre teuer, aber nicht unmachbar. Na ja, gut, wir belassen es dabei. Wir verbessern erstmal nichts. Und speichern den Spaß hier mal ab. Und machen dann morgen Fortsetzung der Story weiter. Auf jeden Fall. Tschüss mit V, tschüss mit Ö, euer Dieselchen. Und falls du neu bist auf meinem Kanal, gerne abonnieren, Glocke nicht vergessen zu aktivieren, um keine weiteren Folgen von Monster Hunter Story mehr zu verpassen. Tschau mit V, tschau mit Ö, euer Dieselchen. Tschüss.